Hallo und recht herzlich willkommen zur letzten Folge FM 2019 im Koop mit Mike und Micha. Hi. Moin moin. Ja, wir haben heute Spieltag 33 und 34, beziehungsweise Micha sogar auch, hat sogar noch drei Spiele, natürlich beide ja. In der Infokarte verlinkt. Bei mir geht es darum, dass ich ja einen Euroleague-Platz noch bekomme. Frankfurt, Wolfsburg, Hertha BSC, 50 Punkte, 51 und 52 Punkte. Gladbach, Micha, ist jetzt gerade noch auf Platz 16. Platz 17, naja, wird noch schwer, das noch zu erreichen wird schwer, aber auch Platz 16 will er natürlich eigentlich nicht werden. Mainz mit Mike, der ist eigentlich schon ziemlich sicher raus aus dem Spiel. Ja, und letzte Folge hast du ja gesagt, vielleicht, Leute, machen wir natürlich noch eine zweite Saison. Mal gucken, wie das weitergeht, aber auf jeden Fall letzte Folge für diese Saison. So, und jetzt Anstoß in Nürnberg. Auch so, der Anstoß Spieler. In Frankfurt. Oh, ich muss erst mal hier nochmal eine Frage beantworten. Tor in Frankfurt. Frankfurt ja. Geht nach einem glücklichen... Freistoß in Führung. Nicht gut gelaufen, Ball geht wieder an die Latte, prallt wieder zum Spieler ab und rollt irgendwie rein. Hätte auch abseits sein können. Schiri sagt nichts. Guck einmal in die anderen Stadien. Tor in Frankfurt. 2-0. Nein, das darf nicht wahr sein. Das war jetzt schön ausgespielt im Vergleich zum 1-0. Machst du nix. 4 Minuten in Frankfurt, aber die rattern ziemlich durch. Letzte Chance jetzt. Rote Karte für einen Frankfurter. Und zwar Allen, I don't know, I don't care. Muss vom Platz. Aber es sind nur noch 20 Sekunden zu spielen. Der Schiedsrichter pfeift ab, 2-0 Niederlage. Der nächste Stich mitten rein ins Herz. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob ich nicht tatsächlich doch noch auf den Platz komme. So Leute, jetzt wirklich, wie schon vorhin gesagt, nehmt euch die Handys von allen, die ihr kennt, ja, denn alle ihr Kanäle müsst alle einschalten. Spiele gleichzeitig gucken. Das heißt, ihr macht Tablet an, ihr macht PC an, ihr macht Handy an und ihr schaut alle Spiele gleichzeitig, denn das ist hier richtig ein Ritt auf der heißen Klinge, das wollte ich sagen. Alter, das wird so... Für Hertha so geht es einfach um die Euroleague, also für Jan. Boah, für das Mainz, wird... Für Mike und für mich mit Borussia Mönchengladbach geht es einfach darum, Punkte irgendwie zu holen oder zu hoffen, dass Hannover keine Punkte holt. Ja. Und wie gesagt, ihr müsst alle Spiele gleichzeitig gucken. Weißt du das was? Ist sonst langweilig. Ja, mir eigentlich auch kann um die Meisterschaft nicht für Leverkusen im Spiel, also... Ich kann nicht antreten. Richtig scheiße ist das hier. Alter, ich habe 2 durch Rot gesperrt, so also mit 5 gelben Karten, und 2 Verletzte. Also 4 Spieler, die ich nicht einsetzen kann. Ist das nicht geil? Gegen Hoffenheim. Hat schon ein paar Mal geklappt gegen Hoffenheim. Wenn es nicht klappt, kann es gefährlich enden. Wir schneiden das Spiel nicht. Auf allen 3 Kanälen wird nicht geschnitten. Wir werden alles reinschneiden. Und auf allen 3 Kanälen geht's um irgendwas um Krasses. Ja, also es ist der Wahnsinn. So, ich bin gleich schon. Oh, nee. Oh, die U9-Meisterschaft, ja. Das, Alter. Ja, eine fantastische Gruppe. So. Angepfiffen! Hilfe! Anpfiff auch hier. In Mainz. Wir spielen auch zu Hause, ne? Alle, oder? Also, ich spiel zu Hause, ja. Ich spiel auch zu Hause. Ja, super. Und Bayern führt schon direkt. Oh, ich krieg einen Freistoß. Weigel holt sich eine gelbe Karte ab und das in der 20. Sekunde. Boah, ey, das kann nicht sein. Auch Düsseldorf gegen Hannover, weißt du, Hannover kriegt so ein Gegen... Es gibt einen Videobeweis in Mainz. Prüfung, ob es einen Elfmeter für Hoffenheim gibt. Ne. Hör mir bloß auf. Oh, Jahrstein, du hält einfach nur. Freistoß. Puh. Kann es jetzt nicht alles abgepfiffen werden, alle Spiele jetzt einfach so abpfeifen? Bitte gebt aber die Ergebnisse von den anderen Mannschaften nicht durch, weil manche nicht weiter sind. Jan ist wahrscheinlich schon bei der Halbzeit gleich.
Nein, ich bin 13. Minute erst. So, ja, aber es wäre halt echt nervig, wenn ihr dann sagt, okay, ja, pass auf, Hannover führt oder so. Ja, nur wieso? Eure das eigenen doch... Ergebnisse. Kann ich mich ja gar nicht freuen. Ich muss, das kann ich nicht zurückhalten. Ja, aber erste dann Chance wird ja gespoilert. Nach dem Spiel, 6. Minute. Ja, das ist doch kein Spoilern. Ja, doch. Du bekommst nur nicht visuell angezeigt. Es ist ja passiert. Ja, dann sag's einfach, okay. Stuttgart führt 1-0 gegen Schalke. Ja, das ist mir egal. Nürnberg führt, das ist gut. Oh, nächste Chance. Dass ich nicht zurückliege, das ist gut. Und dass Frankfurt verkackt, das ist für dich auch gut. Nein, ach komm schon, mach doch mal ein Tor. Oh, Kalou! Nein! Verletzter Spieler, ich muss verletzungsbedingt wechseln. Das haben wir auch selten. Oh, ich auch, Hazard. Ich warte ab, ob er sich den Schmerz rauslaufen kann. Nee, bei kann. Mir wurde direkt in die Taktik gesprungen. Ich konnte nicht mal was drücken. Aber ich glaube nicht, dass er das noch irgendwie hinkriegt. Ich kann nicht mal was drücken. Das wäre aber brutal, Hazard in diesem Spiel zu verlieren. Die Leverkusener Spieler sind... Tor in Gladbach. Davy Selke für Gladbach. Nein! Ja, Mann. Micha, stark. 1 gegen 1 Situation. Seoul hat... Hannover führt, Gladbach auf dem Dingens. Nee, Gladbach hat ja ein Tor geschossen. Ich bin auf dem Relegationsplatz, ja. Wie heißt das denn noch? Regional. Regional. Genau. Was ist hier los? Oh, das gibt es nicht. Ich bin gerade die bessere Mannschaft gegen Tabellenplatz 1, aber es steht noch 0-0. Oh. Oh Gott, Jan ist runtergerutscht. Scheiße. Wenn es so bleiben würde, reicht's nicht. Tor in Mainz! Oh, führst du? Ecke! Und 1-0 für Mainz 05. 1-0 für Mainz 05 nach einer Ecke. Und das bedeutet Relegation für Hannover 96, obwohl sie gegen Düsseldorf führen. Komm schon, Kalou, hier! 1-0! Solomon Kalou! 150. Profikarrierentor für Solomon Kalou. Halbzeit Alter, in Gladbach. Oh, schon krass. Das ist wieder der 5. Platz für mich. Tor in Mainz. Überprüfung, es wird nicht gegeben. Das wäre das 2-0 gewesen. Halbzeit 2, Start in Gladbach. Es ist die Fußspitze, die im Abseits ist. Dadurch nicht das Polster. Dadurch bleibt es beim 1-0. Tor in Mainz, jetzt das 2-0. Nein, das muss auch für mich das 2-0 sein, ist es aber nicht. 2-0, Mainz 05, Baku, der Mittelfeldspieler, den ich ab heute wieder spielen lassen habe. So, bei mir ist Halbzeit, 1-0 für mich. Und auch in Mainz ist Halbzeit, die Currywurst wird sich gegönnt. So, Ansprache war nicht perfekt, aber auch keine negativen Reaktionen immerhin. Also, ich bin gerade sogar auf Platz 5. So, also Gladbach immer noch das stärkere Team hier gegen Dortmund, aber es ist wieder nur eine einzige. Oh, riesige Chancen gerade für mich. Boah, das muss es Dortmund sein und das ist es nicht. Gegen Dortmund ist schon krass. So, 60. Minute. Frankfurt liegt immerhin schon mal gut zurück. 60. schon, oh krass. Ja. Krass, muss mal nachgucken. Wie es so bei den anderen steht. Freiburg 1-1, Wolfsburg 1-0. Komm, Micha, wir packen das. Sommerheld. Ja, ich vielleicht auch mal, hallo? Ja, ich rede Jan, jetzt vom Nicht-Abstieg. Dir drücke ich natürlich auch alle Daumen, das ist voll krass, dass du führst. Leipzig dadurch auf Platz 1 und wird eventuell Meister.
Oh ja, Stein. Krasse Parade. Obwohl sie immer noch 0-0 gegen Bremen spielen, gerade. Boah, lol, wenn Leipzig gegen Bremen führen würde, wäre Hannover nicht mehr abgestiegen. Wolfsburg 2-0, das gibt's doch nicht. Freiburg dreht übrigens das Spiel und geht jetzt mit 2-1 in Führung gegen Nürnberg. Oh, das ist auch richtig heißt, schlecht. Heißt, sie sind auch hinter dir. Und es gibt wieder den Videobeweis in Mainz, wieder die Überprüfung. Elfmeter für Hoffenheim, ja oder nein? Komm schon. Okay, immerhin Bayern macht sicher gegen Frankfurt, das ist schon mal gut. Nein! 1-1. Das gibt's nicht. Kein Elfmeter. Oh, jetzt sind bei mir jetzt plötzlich alle richtig ängstlich und... Oh, scheiße. Was ist denn jetzt los? Ich hab doch gewechselt, Mann. Gute Chance hier. Weiß nicht, was ich machen soll. 11 Minuten noch. Freistoß Dortmund. Erstmal so jetzt noch nichts passiert. Ach, das ist scheiße. Der hat keine Ausdauer mehr und ich kann nicht. Wie sieht's hier aus in der Tabelle? Platz 6 gerade. Ich muss das so machen, dass ich da... Boah, ich krieg Magenkrämpfe, darf Leute. Darf nicht verlieren. Ich muss Hannover das so machen. Der kann hier zwar nicht gut spielen, aber ich muss es so machen. Und dann gucken wir mal in die Verteidigung. Oder gucken wir lieber in den Sturm. Wir gucken lieber in den Sturm und bringen Mateta. Bei mir laufen jetzt die letzten 3 Minuten regulär. Und dann gibt es wahrscheinlich wieder 7 Minuten Nachspielzeit. 5. Immer noch 1-0. Ich nur gewusst. Immer noch 1-0 Führung, ja. Ich weiß nicht, was Boah, ich machen Frank, soll. Du hast ein Tor-Tordifferenz mehr, sonst hätte dich Frankfurt überholt. What? The heck. Ja, ich weiß, deswegen und musste ja das, Bayern. Das weil Bayern so krass spielt. Ja, ich weiß, deswegen, das musste. Ich meine, die haben eine rote Karte, also Frankfurt und Bayern für 3-0, das ist echt gut. Komm schon, macht nochmal einen Tor. Ecke, 89. Minute. 3,5 Minuten habe ich noch jetzt in der Verlängerung. Puh, was ist denn? 4 Minuten Nachspielzeit. Der Nächste hat sich verletzt, Hermann hat sich verletzt. Nein, kein Tor! Ich hatte zwar weniger Chancen, aber ich hatte die besseren Chancen, meiner Meinung nach. Und jetzt eine riesige Chance. Nein, und auch die ist nicht drin! Das kann nicht wahr sein. Ich hatte viel mehr Schüsse aufs Tor, viel, viel bessere Chancen habe ich hier. In Mainz gibt's noch 10 Minuten. Bei aber mir sind es noch 2, aber es die ist Mainzer nur noch Dortmund drücken Antrücker. Und es sieht eher nach dem 3-0 Dortmund, als 2-1 nur noch aus. Dortmund, Tor war leer. Ho, ich gehe hier ab. Woo. Nur noch 1 Minute, aber Hermann ist kaputt, aber er muss spielen. Ich Boah, hab Micha, keinen Wechsel bei dir mehr. Ist es so spannend. Scheiße. Jetzt die Chance, Elfmeter, das muss Elfmeter sein. Abseits. Nein, nein. Bremen führt gegen Leipzig. Leipzig wird nicht Meister. Und Bremen überholt uns beide nochmal. Ich muss hier. 94. Minute, 95. Minute in der Nachspielzeit. 94. auch bei mir. So, jetzt. Pfeif ab. Ja, gewonnen! Sauber. Ja. Micha und Mike sind nicht abgestiegen. Auch zu Ende. Und. Sauber. Meister, ich sehe die Meisterfeier von Leverkusen. Wird bei mir gerade gezeigt. Ja. Wie krass ist das denn? Weil Leipzig gegen Bremen verloren hat. Ein Sieg, endlich wieder. Es ist so lange her. Ein Sieg und er war so wichtig. Hätte ich hier nicht gewonnen, wäre ich tatsächlich, ohne irgendwie jetzt irgendwie nur Spekulationen aufzustellen, ich wäre tatsächlich, auf dem Regionalabstiegsplatz. Auf der Delegation. So, jetzt bin ich erstmal gespannt, wo ich jetzt gelandet bin. Ja, auf ich glaube 7. auf Platz 6. Meine ich ja, 6. 5 bist du nicht, auf Platz 6 bist du, ja. Ziemlich sicher. Oh, ja, ich bin auf Platz 6. Ja.
Also, und das, obwohl Platz 7 und Platz 8 auch 53 ja. Punkte haben. So krass. Leute, Jan spielt nächste Saison oder würde nächste Saison Euroleague, ich meine Quaddi spielen, oder? Spielt man als Sechster sicher? Ich glaube, im Football Manager schon. Könnt ihr es gerne auch in die Kommentare schreiben. Mainz und Gladbach haben sich gerettet, jeweils mit 37 Punkten. Wow, wir haben im letzten Spiel nochmal Dortmund geschlagen und nochmal Hoffenheim geschlagen. Schade, dass Jan nur unentschieden gegen Leverkusen gespielt hat. Sonst wäre auch noch Leipzig Meister geworden. Ja. Also mir steht, dass ich mich für den Eurocup qualifiziert habe und ich habe 64,2 Millionen für den sechsten Platz bekommen. Krass. So, die Folge geht lang genug. Ich würde sagen, wir sagen erstmal auf Wiedersehen. Schreibt gerne unter allen Videos, ob ihr eine Fortsetzung dieser Karrieren sehen wollt oder was ihr gerne haben wollen würdet. Wir setzen uns zusammen und diskutieren, was wir machen werden. Und dann habt noch einen schönen Tag. Haut in rein. Vielen Dank fürs fleißige Zuschauen, Klicken, Abonnieren und was ihr alles getan habt hier in dieser Saison. Wir sagen alle drei vielen Dank. Also haut in rein, man sieht sich. Ciao und tschüss, euer Micha. Bis dann. Bye-bye. Ciao, ciao.